Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, während ich hier auf mein eigenes Auto schieße. GTA 5. Wir müssen den Motorradfahrer hier verfolgen. Also hier brav mit unserem Motorrad abhaut. Wer die letzte Folge gesehen hat, weiß, ich habe hier schon mal richtig gefailt, weil ich das nicht so ganz verstanden habe. Also schon, dass wir das Motorrad holen sollen, aber... Oh, ich glaube, das geht wieder in die Hose. Er ist schon ziemlich weit weg. Ja, ich sollte das jetzt vielleicht auch mal zurückziehen. Entschuldigung. Ja, nochmal. In der letzten Folge schon gehabt, dass ich eben gesagt habe hier... ich habe lange kein GTA mehr gespielt. Weg da! Und ja, einfach das Problem ist, oder der Punkt ist, ich muss mich mit der Steuerung erstmal wieder vertraut machen. Ich bin gar nicht der beste GTA-Spieler. was nicht schwer zu erraten ist, wenn man sich das so anschaut, was ich hier teilweise fabriziere. So, wir sind ganz in der Nähe. Und hier wieder rum ums Eck. Geh doch weg! Ja, jetzt war ich mit dem Schießen gerade irgendwie überfordert. Also es fällt auch gar nicht so leicht hier, diese Mission zu machen. Oh, wir haben den Stern. Also halbwegs zumindest. Und gleichzeitig zu quatschen. Das ist nicht leicht. Das ist nicht leicht, sag ich euch, Jungs und Mädels. Aber wir kriegen das schon irgendwie. So, was machen wir mit dem Mann? Schießen wir ihn einfach runter, schmeißen wir ihn einfach runter, mal gucken, ob wir das hinkriegen. Und wir das am besten schaffen. Ah, okay. Kriege ich den irgendwie runter? Bye-bye, asshole! Dog, we gotta lay low. Get the bike and meet me at the car wash on Innocence. Ja, ich nehme mir das Bike und miete dich irgendwo. So, erstmal weg hier. Ja, zur Autowaschanlage, ne? Dann fahren wir eben da weiter, egal. Warum zur Autowaschanlage? Ich habe ein Motorrad. Vollkommener Quatsch. Wir müssen nicht zur Autowaschanlage, wir müssen zur Motorradwaschanlage. Los geht's. Weg da. Was heißt der Asshole? Das ist meine Straße. Weg hier. Sag mal, so kein Auge im Kopf. Mann, die haben ja alle nur den GTA-Führerschein, glaube ich. Jo, und einmal geht's hier bergauf. Es hat eine Hupe. Sehr schön. Ausdrucksweise hier in Los Santos, das ist ja also unglaublich. Oh, weg da! Da muss ich hin. Ich bin der Erste in der Waschstraße. Man, I can't hang with your ass for a while, bro. Oh, jetzt Psychopath. You done finally fucking lost it. Nigga, that's that Apache blood in me, homie. You lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass. We can't repo the assets of a dead man, big sitting cheap asshole. Nigga, and we ain't going to neither, nigga. I'ma keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. You fucking tell him, you fucking moron! Ooh.
Ja, dann machen wir weiter hier, ne? Was sind das hier für Pfeifen? Naja. Ah, bei Fragezeichen kann ich die treffen, okay. Kann auch hier bestimmt auch einfach mal so, einfach so, weil ich's bin, über die Mauer, oder? Ja, da müssen wir nicht außer rumlaufen. Oh, natürlich, klar kann ich's machen, ist ja auch mein Haus. Also, so mehr oder weniger. What the fuck is wrong with you, Tanya? Ain't nothing wrong with me, nigga. Shit. Well, your ass don't look too good. Where the fuck is JB? Smoking. And what about you? I mean, you know, I quit. You know what I'm saying? Almost. Yeah, whatever. JB, JB gonna lose everything. He gonna lose the house. You know what I'm saying? The business, everything. And you his cousin, nigga. You said you was gonna help. He ain't my cousin. Whatever, if that's how you feel. What the fuck do I know about towing cars? Look, it's easy. If JB can do it, you can do it for fuck's sake. Come on, I'ma show you. Come on. Shit. All right, then. Shit. Show him everything. Hey, look, let's make this quick. I got shit to do. Nigga, you need to slow it down. Tanisha was right. Ja, begib dich zum Abschlepper. Warum auch immer? Where your wheels at? Ach, fahrbarer Untersatz. Wird vollkommen überbewertet. Der Mann von Welt läuft. Ei, 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 ei. Oh, Entschuldigung. Ich wollte mir nur den Hintern mal angucken. Ist ja der Wahnsinn. Alright, shit, where we go? Trucks at the Davis Sheriff Impound. Oh, man, how did I get dragged into this? We both know you always been sweet on me. Shit, Franklin Clinton. Shit, your ass must be high or something. I told you, I don't do that shit no more. I mean, I baby doze now and again. Wie weit ist das? Ja, jetzt nicht mal so weit. But I'm doing good, boo. Your eyes don't lie. Whatever you say, girl. Come on. Ah, komm, lass uns laufen. Wir müssen nicht fahren. Okay, ich glaube, ich hab's mir gerade anders überlegt. Komm, steig aus. Alter. Ja, halt die Schnauze. Komm, steig ein, was ist los? Wir nehmen mal so einen kleinen. Das Ding ist nicht schlecht. Wo hat die was eigentlich von Sheriff gesagt? Ruf Sheriff? Tatsache. Let's go bring the cha-ching, homie. Ja, dann füllen wir mal die Kasse. Ich drück immer wieder RT. Warum auch immer? Ja, Tonja, komm, mach mal hin. Beweg deinen Hintern. Erzähl mir nicht schon wieder, dass du nicht auf Drogen bist. Komm, Big Mama. Weg hier. Yo, we on that like ugly on your mama. 10-9, come again? I didn't catch that. It's Tanya, fool, and my boy Franklin. We filling in for JB. Copy that. Hi, Tanya. Car's a junker. Been there for days. 10-7. I'm gone. A bucket. This one should be easy. Shit, not easy enough for JB to drag his ass out of whatever crack house he laying in. His loss, yo gain, sugar. Except I ain't gaining shit, sugar. Leute, ich move that seat back, and you know I'll make it right for you. That ain't what I'm saying. Damn, Tanya, what the fuck happened to you? Also dieser Smart-Verschnitt war schöner zu fahren. Rot, ach, weg da. Rote Ampel wird einfach nur überbewertet. Oh. Ja, selbst schuld, was fahrt ihr auch bei Grün? Rot ist das neue Grün. Okay, I've seen JB do this 100 times. Back up close. Make sure the hook is down. And it should slide right in. Okay, dann soll der einfach reinrutschen.
okay, baby. Back it up nice and steady. Okay, we are in, baby. Let's get this back to the lot. Hey, okay. This was not how I saw my day going. Achso, müssen wir vielleicht erst hochnehmen, ne? Ah, ich glaube, so ist es einfacher. Ah, und rote Arme werden immer noch überbewegt. So, I ain't seen you around the hood much? I've been trying to branch out. Can't stay in Chamberlain Hills forever. Oh, nigga got airs now. I remember you before you was a wannabe when you just was. And I remember you and JD before y'all was dopey. Shit changed. You the one all turfed up? JB smoking, but he ain't smoking, homies. He out here grinding, towing cars, paying bills. For real. Cause I could have sworn it was me out here towing cars for him. And looking damn fine doing it too, baby. Also das Auto, diese Auto, ja. Diese, was weiß ich, was das sein soll, Truck? Okay, we make the drop where they got the areas marked. They get real finicky when we don't leave it in the right place. Sorry about that. In der Ablieferzone, warum? Ey, kannst du hier mal weg? Alter. Give Mama what she wants. Look, enough. Enough with that shit, all right? Ain't a crime to let my man know where it's at. Also, so packt man ein. Also, muss man ganz genau aufpassen. I got this. Ich hoffe, ihr habt es genau gesehen. Ansonsten spult noch mal kurz zurück und guckt euch das noch mal an. So macht Come man on, das. Baby. We so close. All right, Sugar. You can unhook it now. Ja, ich lasse es vom Haken. I'll see you on the block. Anything you need, you holler at me. Ja. Genau. Now, where is that fool? Dann machen wir weiter. Ja, oh. So now you want to pick up. I got Franklin do that job for you. Franklin Clinton, who do you think, JB? What job? Your job, you cracked out fool. You can barely work a fart out your ass right now. Oh no. Don't you try to sweet talk me. Nee, den Mist gebe ich mir jetzt nicht. Wir gucken mal, hier sind noch andere Fragezeichen. Ja. Da fahren wir jetzt mal hin. Und dafür nehmen wir diesen kleinen netten Smart-Verschnitt. Der Stretch kommt raus. Oh, warum auch immer. Und wer auch immer Stretch ist. Stretch. Alter, der Stretch kommt raus. Das wird super, wenn der Stretch raus ist. So, wie lange dauert die Folge eigentlich jetzt? Machen wir dann, ja, wir machen noch so eine kleine Mission, wenn wir noch machen. Und dann schauen wir mal weiter. Oh, verdammt, da kommt ein Taxi entgegen. Ein Stretch kommt raus, Alter. Oh, verdammt. Da war doch gerade noch ein Fragezeichen. Ja, man sollte einfach nicht während der Fahrt aufs Handy gucken. Nicht. Ich fange schon wieder damit an. Ich hatte das kürzlich erst bei einer Aufnahme von 7 Days to Die. Sehen wir, wie das ist. Nicht. Oder nicht. Da gehst du kaputt. Willst du mich verscheißern? Das ist ja übel. Mir wird auch gleich übel. Na, Moment mal. What? That crazy motherfucker Lamar hasn't got you killed yet? No, not yet. He must be slacking. He's always slacking. He's a fool, bro. Yeah, sometimes. Anyway, talking of fools, what would you say if I told you some fools I knew were running a little racing competition? And as luck would have it, they got this really beautiful silver medal with your name on it. I say go fuck yourself. Bronze medal then? You're funny, motherfucker.
besorg dir ein Auto. Nun, ich habe ein Auto, aber... Ich glaube, ich nehme das, wenn es schon hier rumsteht. So, ich habe ein Auto. Ah, schöner Heckantrieb. Ja, damit du nicht über die Straße läufst. Geh lieber mal einen Schritt zurück. Fahren wir mal ein Rennen hier. Let's see what we got. Ich habe keine Ahnung, wo es angeht. Aber wir fahren Rennen. Ah. Den Rundenzähler sollen wir uns anzeigen lassen. Okay. Weg da, komm. Mach dich hier mal ab. Get back here, dickhead. Rookie's trying to pull some moves. Out the way, fool. Auf Seite hier. Ich will da durch. Das Rennen ist abgesagt, ihr könnt alle nach Hause. Ihr könnt heim. Das Rennen ist vorbei. Oh, die hören dich auf mich. Dann müssen wir das Ganze wohl anders machen. Genau, relax. Take it in. Na, okay, das ist. Oh, verdammte Scheiße. Da waren wir mal kurz in Führung. Aber der ist nicht besser. Good night. Genau, gute Nacht. So, mal gucken, dass wir da wieder rankommen. Mal schön den Windschatten reinfahren. You asshole, move! Das ist ein Asshole, ne? Watch and learn, baby. Ja, ja. Jetzt geht die zweite Runde an und wir... Ui. Ja. Hätten wir uns mal besser angeschnallt, würde ich sagen, ne? Hätten wir uns doch mal besser angeschnallt, dann wären wir nicht durch die Frontscheibe geflogen. Aber gut. Dann müssen wir das eben nochmal machen. Und jetzt haben wir uns angeschnallt. Hoffe ich. Desperate, man. Da war die Unfallstelle, das war ganz böse. Check out the new kid. Ja, ich bin zum Beispiel schon mal auf Platz 3 jetzt. I thought you said you could drive. Ja, das hat er gesagt. Und kann er es? Gott sei Dank stand der hier rum. Ja, weg da. Jetzt komme ich. Läuft zumindest ein bisschen besser als noch vorher. Also bis jetzt. Ich will da ja nicht. Ah, warum bremst denn der? Der ist doch nicht ganz echt. Wir sind im Rennen, da bremst man nicht. Wer bremst, verliert. Gut, jetzt aktuell ist es so, wer Gas gibt, verliert. Aber gut, das kommt. Ah, weg da. Habt euch nicht so. Wir brauchen was richtig oder gar nicht. Relax, you're where you belong. Aha. So, jetzt kommen wir dann gleich wieder. Da sind wir, glaube ich, jetzt gleich die Runde durch. Jo, und da sind wir an der Stelle, an der es vorhin richtig gekracht hat. Da sind wir zumindest mal gut durchgekommen. Und jetzt holen wir uns Platz 1 Fragezeichen. Nein, der ist innen, der kommt da leichter durch. Dummerweise. Ein bisschen spät auf die Bremse und innen geblieben. Oh, Entschuldigung. War keine Absicht. Glaubst du? So, wir haben zumindest ein kleines bisschen Abstand auf die dahinterliegenden. Ich möchte die Goldmedaille haben und nicht die Silberne. Das war. Wenn wir hier nochmal ein bisschen weiter Gas geben. Oh. You
weil es natürlich nicht so gut ist, weil es die Masse zu die anderen auch wieder ran. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir da wieder nochmal rankommen an den vielleicht, aber das wird ganz, ganz eng. Also das werden wir nicht schaffen, dass wir da an dem nochmal hinkommen. Aber zu Platz 2 wird es nicht. Ja, aber die Mission ist fehlgeschlagen und Franklin hat nicht gewonnen. Deshalb würde ich sagen, machen wir hier ein kleines Folgenbäuschen. Oder nein, komm, einmal machen wir das noch. Folge okay, geht 20 Minuten. Können wir nochmal 2 so Runden fahren. Werden wir schon hinkriegen. What the hell are you doing? Ja, oh, du Schande. Oh shit, get back here! Das heißt noch ein paar Tricks, ich glaube es geht los. Wir hatten die Scheiße hier gebaut. Und nicht ich. Eieieiei. Das ging ja schon gut los. Aber wenn es jetzt nichts wird, Leute, dann verschieben wir das auf jeden Fall auf die nächste Folge. Oder ich werde es vielleicht offscreen nochmal. Nein, das wäre nicht fair, das gehört dazu. Wir werden das Ganze dann nochmal in der nächsten Folge dann machen. Aber noch ist nicht aus und davor, das sind die ersten beiden. Das heißt, ich bin auf jeden Fall wieder dran. Bin inzwischen auf Platz 2. Werde mir da mit Sicherheit das Ganze nicht ganz. Ich werde es dir mit Sicherheit nicht ganz so einfach machen. Kriegen wir hin. Achtung! Links rum geht's. Ja, nein, rechts rum. Oh Mann. Du Dick! Weg da! Oh, ein bisschen Platz hier. Gut, haben wir zumindest mal die Führung genommen. Oh, 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 jetzt wird's richtig eng mit dem Bus hier. Sind noch dran. Also ich habe noch nicht so viel Abstand. Oh, verdammt, und jetzt wieder Abstand natürlich noch viel kleiner. Ja, jetzt haben wir ein richtiges Problem. Denn jetzt hängen wir hier fest. Ich weiß nicht, kann man sich irgendwie zurücksetzen? Ja, müssen wir nochmal die Mission von vorne starten. Das würde ich jetzt aber sagen, machen wir wirklich in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hat leider nicht ganz so geklappt, wie ich das wollte. Schluchz. Aber, wenn es euch gefallen hat, trotzdem gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, vielleicht auch ein Abo. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr Anregungen habt. Wenn ihr was anderes sehen wollt, wenn ihr sagt, nee, lass mal lieber so die Rennen, das ist nicht so toll, mach mal lieber andere Missionen. Ich würde mich freuen und ich freue mich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Deshalb vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, bis dahin, ciao.